Und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Abenteuer hier bei Gunfight Reborn. Es gab ein kleines Update, außerdem bin ich Stufe 9. Ich wollte euch einfach mal ganz kurz erzählen, was ich schon alles erreicht habe. Warte mal, ich gehe mal kurz zurück, damit ihr seht, mein Talentbaum. Einmal hier die Expedition, damit ich in diese Vaults rein kann. Die kann ich euch mal ganz kurz zeigen, wenn ihr dann dran bleibt. Hier mal mein Schild plus 5. Alle mal geskillt, die normale Munition, die Spezialmunition sowie das Leben. Und mein Hero kann die Energie-Orb-Cooldowns minus 2 Sekunden machen. Es gibt ja noch einen anderen Hero, der dann eben hier auch andere Sachen machen kann. Den kriegt man aber, glaube ich, erst ab Stufe 30. So, ansonsten hat sich noch nicht viel getan. Wir machen ganz kurz mein neues Abenteuer. Und geh mal rum, es gab ein Update, anscheinend läuft jetzt auch das Ganze mit 144 Hertz auf High Performance. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert, habe heute noch nichts gespielt. Gerade erst frisch reingekommen, habe mir gedacht, nehme ich noch eine kleine Folge auf. Und das schauen wir jetzt einfach mal, wie es läuft. Einfach ganz entspannt, ein bisschen reinkommen. Das mit der Maus hat immer noch nicht so ganz hingehaut. Ich habe jetzt halt ein bisschen Erfahrungen schon gemacht. Boah, das Level hatte ich ja so noch nie. Ist ja krass. Ah, oh, da hinten haben wir schon den ersten Vault. Hätte ich beinahe übersehen. Einmal draufschießen und dann könnt ihr reingehen. Okay, das ist so der Klassiker. Der hier. Oh. Ich mag ja diese Smoke Grenades, die sind schon richtig cool, finde ich. Hier muss man echt aufpassen. Das ist schon wild hier. Wow. Oh ja, da bin ich aber ganz schön reingetreten. Also immer schön eure Granaten verwenden. Immer ein bisschen auf Seite gehen. Und ich bin jetzt Gott sei Dank noch ziemlich am Anfang vom Level. Hier könnt ihr auch hoch. Oh, den hätte ich mir sparen können. Eine neue Waffe freigeschalten. Das hier ist Heilung. Und meistens kriegt ihr hier in dem Vault, also so habe ich jetzt zumindest raus. Shrieker plus 2. Cool, nehmen wir mal mit. Gucken wir uns einfach mal an. Okay, die hätten nur 4 Munition. Kriege ich hier, dass ich doppelte Armor habe? Okay, diesmal kriege ich was anderes. Okay, ich kann doppelt so viele Granaten tragen. Cool. Alles klar, mag ich ja sehr gerne. Finde ich cool, finde ich super Sache. Diese Granaten, die finde ich persönlich sehr stark. Okay, jetzt probieren wir mal einfach die neue Shrieker aus. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich bin einmal bis zum ersten Endboss schon gekommen. Ansonsten, echt läuft man damit langsam. Mal mit der laufen. Sind wir überhaupt hin? Ah ja, okay, hier runter. Oh ja. Oh ja, die lädt ihr auf. Okay, macht aber einen ganz fairen Eindruck. Wenn sie dann trifft, ist er ganz stark. Das ist die Sniper. Der eigentlich so auch noch nie probiert, ne? Können wir auch mal ausprobieren. Ich muss auf jeden Fall noch lernen, ein bisschen mehr zu dodgen und mit Shift auf jeden Fall mich mehr zu bewegen. Oh ja, warte mal, da will ich mal hier scopen und zack. Allmächtig, da passt mir ja aber... Das Feeling passt mir noch gar nicht von der Maus her. Das muss ich auf jeden Fall noch einstellen alles. Ich hatte dann so eine coole Lichtwaffe. Die war schon echt super gut, ne? Aber die kann ich euch mal zeigen, wenn ich die wieder kriege. Weil man schaltet ja jetzt nach und nach immer mehr Waffen frei. Hey, was soll ich jetzt machen? Ui. Einmal kurz einfrieren. Es kann immer wieder mal passieren, dass da einer kommt. Kann er noch mehr solche Granaten schmeißen. Da gibt es auch coole Effekte bei den Smoke Grenades, wenn er die mal skillt dann. Die sind auch noch richtig gut. Bis jetzt läuft es ja noch relativ easy. Bin ja noch in der Stage 1. So.
So, was gibt's denn jetzt da alles? Hier kann ich auf jeden Fall mal Energy Orb, okay. Hier könnte ich noch mal mehr Granaten einpacken. Krass. Da kann ich ja bloß noch umeinander schmeißen. Das brauche ich eigentlich nicht. Wir machen jetzt mal das. Unsere Energy Orb machen wir jetzt mal ein bisschen besser. Denn jetzt wird es nämlich schon interessant hier. Eine Stufe 2. Auf jeden Fall mal das da wegschießen. Ach, das war nur die Granate. Ich bin jetzt ein wenig erschrocken. Solange keiner was schmeißt und so, ist das eigentlich relativ egal. Aber die Typen da sind schon relativ wild. So, was haben wir da Schönes? Stehende. Okay. Das können wir mal aufnehmen. Das nehmen wir auch mal auf. Mein Englisch ist einfach zu schlecht, um da genau den Wortlaut rauszulesen. Ich hoffe, dass da mal ein bisschen was gemacht wird im Sinne von auf Deutsch umgestellt. Ansonsten muss ich mir einfach noch mehr Mühe geben und da einfach noch ein bisschen mehr durchlesen. Hätte ich mir vielleicht die E-Granate dann für ihn hier aufsparen sollen. Ja, die war zu weit hinten. Der war eigentlich nicht schlecht. Das läuft schon mal ganz gut. Ich bin noch ein bisschen zu wackelig mit der Maus. Das merke ich selber. Da passt einfach noch nicht meine Mausempfindlichkeit. Die sollte ich da noch mal ein bisschen verbessern. Könnte natürlich jetzt auch mal die ein oder anderen Waffen ausprobieren. Die hier zum Beispiel. Oh Gott. Oh Gott. Das war keine so gute Idee. Aber zumindest bin ich hier oben. Ist schon mal ganz easy. Oh ja. Ich sehe nichts mehr. Ich habe irgendwas freigeschalten, aber ganz ehrlich, wer kann so schnell lesen? Das kann doch kein Mensch lesen, oder? Also das war hier schon mal ein Bild. Das... Aber, okay, irgendwas mit Lightning-Effekt. Es gibt ja Lichtwaffen. Okay, wir nehmen einfach mal alle Waffen mit. Die ist, glaube ich, ganz nice. War das die, die ich hatte? Also, das ist so eine Maschinenpistole, die war, naja. Und was war das da? Nee, die hatte ich noch gar nicht. Okay, die kenne ich nicht. Wir nehmen mal die beiden einfach mit. Probieren wir einfach mal aus. So, gab es jetzt unten noch irgendwie was? Ich glaube, in diesen Fässern, die explodieren können, gibt es eigentlich so nie was. Bis auf... dass wenn du daneben stehst und dich jemand abschießt, du richtig Probleme kriegst, weil da bin ich schon mal ganz schnell gestorben. Kann das sein, dass das bei der ersten Aufnahme sogar schon war? Weiß es nicht mehr genau. Bei Smoke Grenades explode after dying, okay. 200 Schaden macht die mehr. Und schon wieder können wir hier mehr tragen. Es wäre schon crazy, wie viele wir da tragen können. Wir machen jetzt trotzdem mal auf E. Die finde ich ja trotzdem auch noch stark. Gehen wir hier rein. Okay, da können wir jetzt die Waffe gleich mal ausprobieren. Achso, man sollte schon drauf bleiben. Okay. Das ist die eine Waffe. Und das ist die andere. Die finde ich jetzt nicht ganz so toll. Die finde ich aber ganz nice hier. Oh, die macht auch Flächenschaden, ey. Ui, ja, warum wurde denn der gebannt? Doch, wurde er. Welches, was ist denn die Vorgehensweise hier? Oh, ich brenne. Noch eine? Was
denn der? Also mit der Waffe zu zielen, finde ich jetzt nicht so ganz so cool. Okay, das nehmen wir mit. Nachdem ich gedasht bin, kriege ich 2% Lucky Shot. Wir nehmen einfach alles mit. Wenn ihr Tab drückt, könnt ihr hier dann eure Rollen sehen. Dass jetzt alles so viel Sinn macht, weiß ich nicht. Aber das wird jetzt halt hier auch kein Run, der über den ersten Boss hinausgeht. Wahrscheinlich nicht. Dafür bin ich einfach noch zu schlecht. Das ist jetzt aber gerade auch schon bei 10 Minuten. Krass, warum dauert denn das so lange hier? Was passiert hier? Okay. Stage 3 und wir fangen gleich hier in dem Raum an. Also ich finde, es hat sich schon einiges getan, ne? Seit dem Update. Die erste Monsterwelle kommt. Also mit der Waffe komme ich ja trotzdem nicht so gut zurecht, ne? Was soll ich denn jetzt machen überhaupt? Einfach die Monsterwellen abwarten. Uiuiui. Oh, da hinten ist ein Händler. Ups, da kurz dashen. Ich glaube, das könnte schon hier auch mein Untergang sein, ne? Oh, da kommt gleich die nächste Monsterwelle. Die Käfer, die sind brutal. Oh, da kommen auch noch welche. Der Seite kommen auch noch welche. Muss man natürlich aufpassen, wenn man hinter so einem Fass hockt. Oh, diese blöden Typen da. Echt sehr nervig. Oh, schnell weg hier. Ui, ja. So. Die vierte Monsterwelle kommt. Ui, das war schlecht von mir. Und ich komme nicht mehr raus. Ich bin irgendwie gefangen. Okay, krass. Ui, ui, ui. Zum Glück habe ich eh länger gemacht. Sorry, dass ich nicht so viel erzählt. Die letzte Monsterwelle kommt. Ui, ja. Wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen schneller bewegen. Oh. Da müssen wir auf jeden Fall mal weg. Ui, 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 ui. Da hoch. Einmal hier rum. Oh, das war schlecht. Hey, du kleiner Käfer. So, du kommst doch mal weg hier. Ja, die Waffe ist eigentlich trotzdem gar nicht mehr so schlecht. Ups, einmal hier. Und wo bist du denn? Ich dachte, er geht hier rum. Oh nein, er weicht aus. Das war natürlich ein großer Fehler, hier ranzugehen, oder? Los geht's. Also, ich finde den Raum finde ich hier schon schwerer. Oh. Als alle anderen, oder? Täusche ich mich da jetzt? Trotzdem haben wir ihn ganz gut überstanden. Eine mehr, finde ich gut. Gefällt mir ganz gut, weil da habe ich gerne immer mal zwei. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so genommen hättet. Oh, Rocket Launcher. Den nehme ich mal im Gegenzug zu... Nehme ich den mit? Ja, nehme ich ihn halt mal mit. So, da oben gibt es noch einen Vault, habe ich schon gesehen. Das haben wir offen, das haben wir offen. Ah, wir kommen ja eh gleich wieder hier raus.
Oh ja. Ja, also der Raum ist auch ziemlich wild hier. Oh, das war schlecht gespielt von mir. Das war sehr schlecht. Das hätte ich wesentlich einfacher machen können. Wesentlich schöner. 20%. Okay, wir gehen einfach mal auf Lucky Shots. Komm, egal. Einfach mal egal, ob das Sinn macht oder nicht. Wir nehmen das einfach jetzt mal mit. So wie es ist. Einmal kurz nachladen. Der hat nur einen Schuss. Ich weiß, es macht vielleicht gar keinen Sinn. So wie jetzt wir gerade ausgestattet sind, aber. Oh nö. Oh, schlecht. Okay. Hier kann man immer was eintauschen. Also 122 für eine einfache, simple Giftbox. Gut. Eine geringe Chance, etwas Tolles zu bekommen, eine hohe Chance, eine normale Schrift zu bekommen oder eine Randoms-Rolle. Könnten wir jetzt halt einsetzen. Oder für 300 so eine luxuriöse. Komm, das machen wir einfach mal. Schauen wir mal, was da passiert. Und wir kriegen Stationary. 50% mehr Schaden. Okay, wann der eingesetzt wird, weiß ich natürlich auch nicht. Okay, das wollen wir auch nicht. Ach, vorhin war ja der Typi da, ne? Oh Gott, ich hasse diese Stitch. Ich hasse sie. Oh ja, sie ist einfach wild, ne, diese Stage. Da kann ich hoch, oder was kann ich da hoch? Ui, kann ich da hoch? Warum kann ich jetzt da nicht hochspringen? Movement für solche Sachen ist aber auch wild, ne? Uja! Ui, das verfolgt mich ja sogar, was der da abschießt, krass. Oh nö, ich bin so doof, ne? Wie kann man da so daneben schießen? Gottes Willen. Ich hoffe, es schaut keiner mehr zu. Wobei ich sagen muss, mein letztes Video hatte ja echt eine lange Einschaltdauer von euch. Also es war schon krass. Diese durchschnittliche Watchtime. Wie viel da geguckt worden ist. Muss ich sagen, also es war schon sehr überdurchschnittlich für meine Verhältnisse. Oh ja, was war denn das, Alter? Upsa, da bin ich ein bisschen zu weit nach vorne. Okay, das läuft doch trotzdem schon mal nicht schlecht. Oh, mit dir habe ich nicht gerechnet. Upsa. Einmal nochmal zurück. Und darum. So, okay, wer ist denn jetzt mein größtes Problem? Eigentlich er hier, oder? Upsa. Oh, da hinten geht's noch weiter.
Oh, die Stage, die zieht sich aber auch. Ui. Also er nervt, ja. Ui, wo kommst denn du her? Ui, wo kommt denn ihr alle her? Ui, Japsa. Was, ich könnte jetzt eigentlich mal die Bazooka verwenden, ne? Oh, da habe ich sogar einen schönen Schaden gemacht. Weg mit dir. Oh ja, da dachte ich schon, ich komme nicht auf die Seite. Ihr denkt euch jetzt bestimmt auch, also wer Nubbels denn, was der da zusammenspielt. Okay, Tür ist geöffnet. Weil es da noch irgendwo wollt? Ich kenne mich halt auch nicht aus, ne? Komplett lost, der Überblick verloren. Ich glaube, wir kommen jetzt auch zum Endboss. Mit so wenig Leben macht es auf jeden Fall gar keinen Sinn. Aber ich kann ihn euch zumindest mal zeigen. Okay. Nachdem ich das Schild genutzt habe. Oh, wir haben noch eine Lichtwaffe. 40% mehr Schaden. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Was haben wir denn da noch alles? Hier nochmal eine Waffe. Nehmen wir mal die mit, einfach zu Demonstrationszwecken. Die Bazooka nehme ich jetzt mal nicht mit. Ich bin sowieso top motiviert und sag, wir kommen trotzdem nicht weit. Können jetzt noch mal kaufen, da können wir uns auf jeden Fall mal heilen. Zumindest mal ein Stückchen. Oh, okay. Könnten wir jetzt kaufen, wir könnten aber auch noch unsere Waffen upgraden. Plus 1. Wo ist jetzt mal die hier ein wenig hoch? Da haben wir noch 171. Was können wir da kaufen? 171. Können wir eigentlich nicht viel kaufen. Zack, zack, wir kaufen einfach mal irgendwas zusammen. Ist ja wurscht, das Geld brauchen wir eh nicht mehr. Und dann geht's los zum Boss. Wir nehmen 23 Minuten schon auf. Krass. Das will ich hochladen. Also immer schön ausweichen, das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Boah, die macht auf jeden Fall richtig gut Schaden. Ihr könnt euch hier ein bisschen verstecken hinter dem. Wow, dass die so viel Schaden macht. Okay, die kleinen Käfer. Die Ads wegmachen. Ui, das war schlecht. Ihr seht ja selber, was der Schaden macht, der Kerl. Und jetzt springt er gleich. Ups, nein, das war die falsche. Im falschen Moment habe ich das gesetzt. Ui, ja. Ein bisschen hinterm Stein. Aber irgendwann ist die Säule auch weg. So, jetzt halt ein bisschen draufhalten, dass er nicht so viel Schild regeneriert. Wieder hier weg. Schauen, dass euch die Dinger nicht erwischen. Oh ja. Dann immer schön seitlich laufen. Ich gebe euch die Tipps hier. Hab's auch erst zweimal gemacht. Oh ja, jetzt macht das sogar dreimal.
Und dann bin ich weg. Aber ich bin ja ultra weit gekommen. Krass. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und die Lichtwaffe hat auch noch total krassen Schaden gemacht. Jetzt kann ich mich wiederbeleben für 18 solche Sachen. 35 habe ich bekommen. Wir werden aber aufgeben. Ja. Und lieber das nochmal investieren. Wenn ich jetzt mich wiederbeleben würde, glaube ich, könnte ich ihn sogar schaffen. Will ich jetzt aber noch nicht. Wollen wir mal in der nächsten Video machen. 22 Millionen habe ich gespielt. Auf geht's zu die Talente. Jetzt kann ich die Talente aufwerten. Also die sind schon wichtig, wenn ihr gerade erst anfangt zu spielen. Wenn ihr der mal ein bisschen was aufwertet, dann spielt es sich schon wesentlich einfacher. So, Gesundheit plus 10. Oder nochmal die Armor hoch. Special Armor, lange Armor. Wir machen mal die Special Armor 1 hoch. Und jetzt bin ich Stufe 10 und kann dann praktisch hier auch nochmal mehr machen. Aber ich habe nur noch 15 und kann somit auch nichts mehr einsetzen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Video, dass ihr so lange geschaut habt. Wenn ihr mehr sehen wollt von diesem Spiel, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und was bekommen wir jetzt noch alles? Lauter Elementarsachen, wow, 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 krass. Alles, was es so Neues gibt beim nächsten Mal. Lightning Blast. Was wir dann alles besser können und was noch alles schneller geht. Und dann macht es die ganze Sache auch wesentlich einfacher. Wir können jetzt, glaube ich, auch mit anderen im Matchmaking zusammenspielen. Können wir das nächste Mal probieren. Ich sage schon mal danke und ciao. Bis zum nächsten Mal.